Willkommen zurück. Das Thema dieser Einheit sind Quantenrechner. Quantenrechner versprechen, die Informatik zu revolutionieren. Sie haben das Potenzial, Rechnungen exponentiell schneller durchzuführen als klassische Rechner. Rechner, wie wir sie heute kennen und auf unseren Schreibtischen haben, beruhen auf klassischer Physik, also der Physik des 19. Jahrhunderts, wie sie Newton entwickelt hat. Maxwell. Die Physik des 20. Jahrhunderts ist die Quantenphysik. Und sie erlaubt Rechner mit anderen Möglichkeiten. Quantenrechner haben eine Art von eingebauter Parallelität. Sie können mehrere Rechnungen parallel verfolgen, die ein klassischer Rechner nur nacheinander verfolgen kann. Damit ist theoretisch die Möglichkeit gegeben, dass Quantencomputer exponentiell schneller sind als klassische Rechner. Ich sagte, es besteht die theoretische Möglichkeit, dass sie exponentiell schneller sind. Bewiesen ist nur, dass sie polynomiell viel schneller sind, und zwar für das Grover'sche Suchproblem, das wir später in dieser Einheit sehen werden. Für andere Probleme ist es so, dass die schnellsten Quantenalgorithmen sehr viel schneller sind als die schnellsten klassischen Algorithmen. Etwa die Faktorisierung von Zahlen ist ein solches Problem. Der Aufbau der Einheit ist wie folgt. Ich rede zunächst mal über die Vorteile, über die potenziellen Vorteile von Quantenrechnern. Dann im Hauptteil erzähle ich Ihnen, wie Quantenrechner funktionieren, zunächst allgemein und dann speziell am Beispiel des Grover'schen Algorithmus. Und schließlich am Ende gehe ich ein auf die technische Realisierung und fasse nochmal zusammen. Die technische Realisierung ist ungefähr so wie bei den klassischen Rechnern Anfang der 40er Jahre. Anfang der 40er Jahre hat SUSE seinen ersten programmierbaren Rechner gemacht, erinnern sich damals noch mit rein mechanisch. Dieser Rechner hat gezeigt, dass programmierbare Rechenanlagen möglich sind, aber er hat noch nicht gezeigt, dass sie auch nützlich sind und dass sie eine neue Ära einleiten werden. Ganz ähnlich ist es jetzt beim Quantenrechnen. Es ist im Prinzip gezeigt, dass sie gehen, dass sie funktionieren, dass es sie gibt. Aber ob sie eine neue Ära einleiten werden, ist noch offen. Also zunächst mal die Vorteile von Quantenrechnern. Wie ich schon sagte, heutige Rechner beruhen auf klassischer Physik. Klassische Physik ist also die Physik des 19. Jahrhunderts. Maxwell'sche Gleichungen für die Elektrotechnik, Newton'sche Mechanik für die Mechanik. Quantenphysik, wie sie dann erfunden wurde Anfang des 20. Jahrhunderts, erlaubt eine größere Klasse von Rechnern, die für manche Probleme potenziell schneller sind. Und hier sind solche Probleme. Also das erste ist das Faktorisieren von Zahlen. Sie haben also die Zahl 21 als Eingabe und Sie sollen ausgeben, dass man das schreiben kann als 3 mal 7. Also die Primzahlzerlegung von 21 oder ganz allgemein nur eine Zerlegung als Produkt in zwei Zahlen. Klassisch ist es so, es ist kein polynomieller Algorithmus bekannt. Praktisch bedeutet es, wenn man sich Zahlen mit 400 Dezimalstellen nimmt, die das Produkt von zwei 200-stelligen Dezimalzahlen sind, die kann kein Mensch heutzutage faktorisieren. Auch nicht in einem Jahr, mit einem Jahr Rechenaufwand. Für Quantenrechner ist die Sache anders. Da hat Peter Shor einen Polynomzeitalgorithmus angegeben, der also 400-stellige Zahlen, wenn es Quantenrechner mal gibt, blitzschnell faktorisieren würde. Peter Shor war ein Geschenk für die Physik, ja, denn seine Arbeit hat gezeigt, wenn es Quantenrechner mal gibt, dann gibt es wirklich Sachen, die man, dann kann man sehr schnell faktorisieren. Und es hat sehr viel Geld locker gemacht für die Entwicklung von Quantenrechnern. Der Stand der Kunst aber heutzutage ist, dass man die Zahl 21 faktorisiert hat und auch noch eine dreistellige Zahl faktorisiert hat. Ein anderes Problem ist,
die Simulation von Quantenphysik. Ja, also Physiker rechnen ja viel, sie simulieren physikalische Systeme auf Rechnern. Für die Simulation von Quantenphysik ist kein polynomialer Algorithmus bekannt, aber wiederum, wenn es Quantenrechner gäbe, dann wäre ein Polynomzeitalgorithmus möglich. Ein Problem, wo ein beweisbarer Unterschied ist, ist das Suchen in ungeordneten Datenbanken. Kann man zeigen, dass kein sublinearer Algorithmus klassisch möglich ist. Also der Aufwand eines jeden Algorithmus klassisch steigt linear in der Größe der Datenbank. Aber Lovgrover hat gezeigt, mit einem Quantenrechner kann man das in Wurzel der Größe machen. Also hier ist wirklich ein polynomieller Unterschied. Ja, hier also Laufzeit klassisch, mindestens proportional zur Größe der Datenbank. Mit einem Quantenrechner kann man es in Wurzel der Größe machen. Und schließlich noch sichere Datenübertragung. Wir haben gesehen in dem Kapitel über Kryptographie, wie man sichere Datenübertragung macht. Das ist klassisch möglich, aber nur unter Annahmen, etwa dass das Faktorisieren schwer ist oder dass der diskrete Logarithmus schwer ist. Diese Annahmen, unter denen man klassisch sichere Daten übertragen kann, die würden durch das Quantenrechnen gerade kaputt gemacht, denn ich habe Ihnen erzählt, Faktorisieren geht mit Quantenrechnern schnell. Allerdings würde das Quantenrechnen eine neue Möglichkeit für die sichere Datenübertragung anbieten und die ist ohne Annahmen sicher. Also da wäre es würde zum einen die klassische Realisierung zunichte machen, es würde aber etwas Neues anbieten, was sogar eine höhere Sicherheit bieten würde. Allerdings nicht für alle Anwendungen für Kryptographie, nur für die sichere Datenübertragung. Sowas wie digitale Unterschriften, aber das weiß man nicht, wie man das reparieren würde. Und schließlich die Realisierung von Quantenrechnern steht noch am Anfang. Jetzt, worauf beruhen diese Quantenrechner? Na, warum geht das nicht? Da müssen wir uns überlegen, den Begriff des Qubits. Also klassisch, wenn wir ein Register haben mit n Bits, dann ist dieses Register in einem von 2 hoch n Zuständen. Also wenn wir ein Register haben mit 32 Bits, ja, dann ist dieses Register in einem von 2 hoch 32 Zuständen. Nämlich an jeder der 32 Stellen steht entweder eine 0 oder eine 1. Ja, also wenn wir 32 Bits haben, ist jedes Bit entweder in einer 0 oder einer 1. Ja. Und das heißt, es gibt 2 hoch 32 Möglichkeiten und das Register ist immer in einem dieser Zustände. Für das Folgende ist es nützlich, wenn wir die möglichen Zustände identifizieren mit den Zahlen von 0 bis groß n-1. Ja, also, wenn wir klein n gleich 4 haben, dann kann dein Inhalt 4 mal die 0 sein und das würden wir abkürzen als 0. Dann kann der Inhalt sein 0001 und das entspräche der Zahl 1 bis lauter Einsen und das entspräche der Zahl 15. Ja? So, jetzt beim Quantenrechner ist es anders. Da nennt man jetzt diese einzelnen Einheiten nicht mehr Bits, sondern man nennt sie Qubits. Entweder so geschrieben oder auch so geschrieben. Quantenbits. Und der Quantenregister kann gleichzeitig ein bisschen in jedem der N-Zustände sein, in jedem der Groß-N-Zustände. Also ein Quantenregister mit 32 Qubits, ja, ist gleichzeitig in jedem der 2 hoch 32 Zustände.
Da sind ja, gleichzeitig ein bisschen in jedem dieser möglichen Zustände. Wie hat man sich das vorzustellen? Am besten gar nicht, sondern man hört noch ein bisschen, wie man das mathematisch beschreibt. Die mathematische Beschreibung ist, dass dieses Quantenregister in einem Zustand ist, der sich nennt Überlagerung oder Superposition der groß n möglichen Zustände. Und was heißt jetzt so eine Überlagerung? Nun, das heißt einfach, dass das mit einem bestimmten Gewicht W0 im Zustand 0 ist, mit Gewicht W1 im Zustand 1 und so weiter, mit Gewicht Wn-1 im Zustand n-1. Und was diese Gewichte genauer sind, sage ich Ihnen auf der nächsten Folie. Das Wichtige ist nun, Rechnungen operieren auf diesen Überlagerungen und können gleichzeitig auf allen Gewichten wirken. Auf allem. Ja? Also, wenn wir ein Qubit-Register mit 32 Qubits haben, dann gibt es 2 hoch 32 dieser Gewichte, also exponentiell viele in der Anzahl der Qubits. Und eine Rechnung operiert gleichzeitig auf all diesen 2 hoch 32 Gewichten. Das ist diese große Parallelität, ja, auf allen Gewichten. Das ist eine exponentielle Parallelität. Und darauf beruht die potenzielle Geschwindigkeitsgewinn von solchen Quantenrechnern. Sehen wir uns das noch genauer an. Also, was ist nochmal dieser Zustand eines Quantenregisters mit n Qubits? Ist ein Vektor von 2 hoch n Gewichten, ja, ein Vektor von 2 hoch klein n Gewichten, die ich nenne W0, W1 bis W groß n minus 1. Und diese Gewichte sind komplexe Zahlen. Wenn Sie nicht wissen, was komplexe Zahlen sind, dann sage ich Ihnen das gleich. Und zwar sind es komplexe Zahlen mit Norm 1. Das heißt, die Summe der Quadrate der Absolutwerte dieser Zahlen ist 1. Und das nennt man Norm 1. Man kann sich es auch so vorstellen, man hat den Einheitsball in groß n Dimensionen. Und so ein Gewichtsvektor ist nichts anderes als ein Punkt auf dem Einheitsball. Der Einheitsball heißt, das sind alle Vektoren der Länge 1. Ja, statt Norm 1 sagt man auch Länge 1. Ja? Und die Länge ist nichts anderes als die Wurzel aus der Summe der Quadrate der Komponenten. Ja? Und hier haben wir die Summe der Quadrate der Komponenten. Also die Gewichte sind komplexe Zahlen. Was sind komplexe Zahlen? Ich erinnere Sie, vielleicht haben Sie es in der Schule gelernt, wenn nicht, erkläre ich es Ihnen jetzt schnell. Komplexe Zahlen sind einfach Zahlen der Form a plus bi, wobei das i ist Wurzel aus minus 1. Also sowas wie 5 plus 3 mal Wurzel aus minus 1. Und weil das Wurzel aus minus 1 ein bisschen schwer zu schreiben ist, schreibt man dafür i. Ja? Also es sind Zahlen der Form a plus bi, wobei das i Wurzel aus minus 1 ist. Und rechnen tut man jetzt mit diesen Zahlen eigentlich in ganz natürlicher Weise. Die haben noch einen Namen. Das a nennt man den Realteil, das b nennt man den Imaginärteil und addieren zum Beispiel von, ja, Addition von zwei komplexen Zahlen. Also wir haben a plus bi, c plus di, dann addiert man die beiden Realteile, also das a plus c und die beiden Imaginärteile. Also 3 plus
2i plus 7 minus 4i ist dann 10 minus 2i. Multiplizieren tut man eigentlich auch ganz normal, wobei man berücksichtigt, dass i Quadrat ist minus 1. Also wenn wir jetzt multiplizieren, 3 plus 2i mal 7 minus 4i, dann ist das ganz nach den normalen Rechenregeln 21 minus 12i plus 14i minus 8i Quadrat. Und das 8i Quadrat ist das gleiche wie plus 8. Und das heißt, es ergibt 29 plus 2i. Ja? Also ganz allgemein ist es a plus bi mal c plus di. Ja, die Sachen, wo das i nur einfach dabei steht, das ist a mal d und b mal c. Dann haben wir a mal c, da ist überhaupt kein i. Und dann haben wir b mal d, da steht der i Quadrat. Und i Quadrat ist minus 1, also ist der neue Realteil ac minus bd. Das ist die Multiplikation. Dann gibt es den Begriff der Konjugation. Da ändert man einfach das Vorzeichen des Imaginärteils. Also aus a plus bi wird a minus bi. Und dann brauchen wir noch den Betrag. Und der Betrag ist nichts anderes als a Quadrat plus b Quadrat. Ja, und das können wir schreiben als Betrag ins Quadrat. Oder das lässt sich auch schreiben als w quer, also das Konjugierte von w mal w. Probieren wir das. Nämlich, wir haben a minus i mal b, das ist das Konjugierte, mal a plus b mal i. Das ist was? Rechnen wir es wieder aus. Das ist a Quadrat, dann minus abi plus abi minus b Quadrat i Quadrat. Und das ist a Quadrat plus b Quadrat. Ja, also das ist der Betrag. Das sind die drei Rechenregeln für komplexe Zahlen. Und eigentlich müssen Sie sich gar nichts davon merken, außer mit so komplexen Zahlen kann man rechnen fast wie mit den normalen reellen Zahlen. Aber ich wollte Ihnen doch die Rechenregeln zeigen. So, wie rechnen jetzt so ein Quantenrechner? Also nochmal zur Erinnerung, der Zustand ist so ein Vektor von einem Quantenregister mit n Qubits, ist ein Vektor bestehend aus zweieren Gewichten. Diese Gewichte sind komplexe Zahlen. Und die Länge dieses Vektors ist 1. Ja. So, was sind jetzt die Operationen, die Grundoperationen? Die Quantenphysik erlaubt jede Operation, die jeden Vektor der Länge 1 eindeutig überführt in den Vektor der Länge 1. Also, das macht Folgendes. Wir haben diesen Ball. Ja, das ist der Einheitsball. Der Zustand ist ein Punkt auf dem Einheitsball. Und was eine Operation machen muss, ist, die überführt Punkte auf dem Einheitsball in Punkte auf dem Einheitsball. Die muss eindeutig sein. Das bedeutet, keine zwei Punkte dürfen aufs Gleiche abgebündelt werden. Das ist verboten. Also so Operationen, Grundoperationen, die so ein Quantenrechner ausführen kann, sind immer umkehrbar. Ja, das ist verboten, dass zwei Sachen auf dem gleichen Punkt, das muss also eine umkehrbare Abbildung sein.
Nun, solche sind im Prinzip erlaubt. Manche solcher Operationen erlauben eine effiziente Realisierung in Quantenhardware. Welche das ist, hängt von der Technologie ab. Aber solche zum Beispiel sind sehr oft. Ja, was sind so schöne Operationen, die man auf einem Ball machen kann? Das sind, kann man machen, drehen, spiegeln. Ja, also drehen den Ball um einen Winkel, spiegeln, man hat eine Achse und man spiegelt alles von oben nach unten und so weiter. Jetzt drehen, spiegeln, das schaut wie unschuldige Operationen aus. Aber denken Sie, wir sind in einem Raum mit sehr, sehr vielen Dimensionen. Ja, mit zwei auch N-Dimensionen. Und dann machen die durchaus raffinierte Sachen, wie wir auf der nächsten Folie sehen werden. Jetzt kommt noch ein weiterer Punkt, wichtiger Punkt. Quantenrechner rechnen in einem gewissen Sinn im Verborgenen. Also diesen Vektor hier, den kann man sich nicht anschauen. Der ist nicht zugänglich. Kann jetzt ein Quantenrechner reinschauen und sagen, in welchem Zustand ist es nun, was ist die Überlagerung? Sondern man kann so ein Register inspizieren, messen, Measurement ist im Englischen der Ausdruck. Und wenn man ein Register inspiziert, dann kollabiert der Quantenzustand zum klassischen Zustand. Also man sieht einen klassischen Zustand, wenn man das inspiziert. Und zwar sieht man den Zustand I, ja, mit der Wahrscheinlichkeit Absolutbetrag von dem WI ins Quadrat. Also proportional zum Quadrat des Gewichtes von I. Ja, also wenn da irgendein Zustand ein sehr hohes Gewicht hat, dann sieht man ihn oft. Wenn der Zustand ein kleines Gewicht hat, dann sieht man ihn selten beim Messen. Ja? Aber nach dem Messen ist es mit dem Quantenzustand vorbei. Ja, dann hat man diesen Vektor zerstört und man ist zurück auf einen klassischen Zustand. So, jetzt habe ich Ihnen so im Prinzip erklärt, was so ein Quantenrechner kann. Das ist unanschaulich. Quantenphysik ist unanschaulich. Am besten hält man sich an der Mathematik fest, die das beschreibt. Und wir werden jetzt in der nächsten Einheit sehen, wie solche Quantenrechner tatsächlich rechnen können, bei Grovers Algorithmus.